Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Kinocast-Sendung. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo, ich muss gleich nochmal muten. Ich muss, glaube ich, niesen. Oh, hier Corona. Wenn ich das so unsere Hörer ansteckst hier durch den Äther, wie es so schön heißt. So. ja, ich hoffe, liebe Hörer, ihr seid alle gesund und munter und die Fallzahlen betreffen euch nicht und ihr habt Zeit, Filme zu schauen. Vielleicht seid ihr ja sogar irgendwie in häuslicher Quarantäne und habt da genug Zeit, Filme zum Gucken. Dann nutzt den Service kino-on-demand.com. Ich kann es nur noch mal wärmstens empfehlen allen, weil das große Kinosterben hat begonnen und jetzt mit der zweiten Welle, die noch mal verlängert worden ist, da werfen jetzt doch immer mehr das Handtuch und das ist echt schade. Also da, ihr werdet es vielleicht erst dann merken, wenn ihr sagt, oh, Netflix reicht mir. Ihr werdet es erst dann merken, wenn die Innenstädte wirklich dann völlig auch wegen Kinos dann ausgestorben sind und dann keiner mehr niemals abends mal hingeht. Also nutzt kinoondemand.com. Kostet weniger, als wenn ihr ins Kino geht, dort 5 Euro. Außer das Sneak. Aber da kommt ja meistens noch irgendwas mit dazu, Parkhaus und sonst was. Und könnt euch ein bisschen die Zeit vertreiben. Das haben wir auch getan mit dem Film Immer Ärger mit Grandpa, der ausgesucht wurde. Hatte das eigentlich jemand richtig getippt irgendwie auf unserer Gloria Sneak Facebook-Gruppe? Ich habe das Gefühl, ich habe es vergessen einzustellen, das ist viel schlimmer. Ach so, okay. Also gehen wir davon aus, es hätten alle richtig getippt und Immer Ärger mit Grandpa hat nichts, absolut nichts mit dem Film Bad Grandpa zu tun, außer dem Hauptdarsteller, nämlich Robert De Niro, der hier auch einen Grandpa spielt sozusagen. Aber ich dachte ja ursprünglich, das hat irgendwas miteinander zu tun, irgendwie ein weiterer Teil oder irgendwas, aber nee, gar nichts, gar nichts. Es basiert auf irgendeinem Kinderbuch, muss wohl relativ erfolgreich gewesen sein, dieses Buch. Man hat sich entschieden, das zu verfilmen. Hier geht es darum, dass dieser Grandpa, gespielt von Robert De Niro, mit zu seiner, wer ist das jetzt, die Tochter oder der Sohn? Einer ist ja angeheiratet. Tochter. Die Tochter. Zu seiner Tochter, genau, zu seiner Tochter ziehen soll in das Haus. Und damit dort Platz wird in dem Haus, muss der Sohn der Familie, der muss sein schönes Zimmer räumen und soll auf den Dachboden umziehen, der da so ausgebaut wird für ihn. Und das findet er gar nicht so witzig und bekommt von seinen Schulfreunden so den Tipp, ja, dann rächt dich doch mal oder mach's ihm ein bisschen schwer, dass er da vielleicht wieder auszieht, dass du dein Zimmer zurück hast oder so nach dem Motto, der Krieg ist eröffnet um das Zimmer. Und ja, so beginnen die beiden sich dann so gegenseitig irgendwie so Streiche zu spielen. Der Großvater will das erst gar nicht so richtig, aber lässt sich halt doch dann mit reinziehen in diesen Krieg. Also er bekommt dann auch eine offizielle Kriegserklärung zugestellt und so. Und ja, dann spielen die beiden sich so ein bisschen gegenseitig Streiche und irgendwann kommen sie sich aber doch mal ein bisschen näher und stellen fest, dass sie doch ganz, ganz gut miteinander auskommen. Ja, viel mehr Story war da eigentlich nicht so drin. Hauptdarsteller auch noch mit Uma Thurman, die man durchaus kennen könnte. Christopher Walken. Ja, ja, super. Und hier Dings hier von Cheech and Chong hier, Cheech Marin. Der Pussy und? Lover aus From Dusk Till Dawn. Pussy, Pussy. und Dr. Quinn. Ja. So, und nun, wie fanden wir das jetzt? Schweigen bei Erik, weil er keine Ahnung hat, wer Dr. Quinn ist oder was da los. Bestimmt aus irgendeiner Serie. Ja, die Serie heißt Dr. Quinn. Spielt im Wilden Westen. Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft. Was für dich. Ja, genau. Das ist eine sehr, sehr schöne Serie. War eine der ersten Serien, die ich geguckt habe. Zum Thema Western kommen wir später noch, wenn wir über die neue Folge Mandalorian sprechen. Werde ich dir das auch wieder nachweisen, dass das Western ist. Ja, ja. Ich möchte gern was zu dem Film sagen. Ja, schieß los. Ich bin gespannt. Ich fand den lustig. Also, der Film, die Story ist bestimmt schon oft gesehen und nichts Neues. Aber ich fand es sehr, sehr charmant gemacht. Mir haben die Schauspieler sehr, sehr gut gefallen. Auch der Junge, also der den Enkel spielt, fand ich gut gecastet. Und
Also die ganze Familienharmonie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch immer, dass die Schwester immer der Depp war, die nichts darf, fand ich schon süß. Und ich fand's lustig. Ich fand die Streiche, die sie sich gegenseitig gespielt haben, lustig. Der Film tut keinem weh. Der ist einfach nur, den guckst du an. Ja, vielleicht vergisst du ihn in einer Woche schon wieder, um was es genau ging oder so. Aber ich glaube halt, wenn dann die eine oder andere Szene irgendwie auf einem Bild siehst, dann fängst du an zu lachen. Und so würde es mir, glaube ich, gehen. Weil ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt für die Sendung die Seite aufgemacht, wo was über den Film steht. Und da ist ein Bild und ich habe das Bild gesehen, ich musste schon kichern. Weil ich fand den echt charmant. Der hat Spaß gemacht. Der hat mir gefallen. Ja, war bloß ein bisschen, ich fand ein bisschen zu sehr familiengerecht, zu brav an vielen Stellen. Zum einen wurde für mich nicht so richtig dieser Beef deutlich, weil irgendwie mag er seinen Opa und irgendwie, ja, so, dass er ihn richtig hasst oder sowas. Der ist ja eigentlich auch ein ganz Lieber, also der spielt ihn ja auch ganz lieb. Es ist jetzt nicht so, dass man ihn da nun hassen könnte. Also das Ganze, der Film wäre nach 20 Minuten zu Ende gewesen, wenn er mit seinem Opa geredet hätte: Du Opa, kann ich mein Zimmer haben? Ja, alles klar, okay. Weißt du, da hättest du diesen ganzen Film nicht gebraucht, weil da hätten die sich. Alter, wenn du danach gehst, dann hättest du Ja. Herr der Ringe in einer halben Stunde auch erzählen können. Ich fand es insgesamt zu sehr familiengerecht. Das ist so ein typischer Flugzeugfilm, der so, weißt du, so ein weichgespültes Ding, was im Flugzeug gerne mal läuft, so im Programm. Als der Film lief, habe ich gesagt, das ist ein Samstagnachmittag Disney Channel Genau. Film. So Ja. völlig weichgespült, so, Aber ja, nichts auf eine besonders charmante schlimm und Art. ja, ein bisschen Familie und Freunde und ha. Die Witze sind auch nicht, oder die Jokes sind nicht zu hart und ach, das ist alles so. Selbst, also wo Christopher Walken dann aufgetaucht ist, ja, yeah, jetzt geht's, jetzt wird's fies oder so, oder dann hier Cheech Marin oder so, ah nee, das bleibt so auf diesem Level, so dieses, ja, wahrscheinlich ist das so gedacht gewesen, der ganze Film. Deswegen ist es okay, also das, ich hätte mir ein bisschen fieser, selbst Kevin allein zu Hause war fieser. Irgendwie. Oh ja, der ist aber auch geil. Ja, da hatte so eine Fiesheit, so, das hätte ich mir hier in diesem Film auch gewünscht. Also ein bisschen mehr, weißt du, der spielt dann dem Opa irgendeinen Streich und macht irgendwas und es passiert irgendwas und der Opa sagt, ja, okay, weißt du so. Der ärgert sich nicht, wenn ihm da irgendwas ins Gesicht sprüht oder irgendwas. Ne? Naja, nicht ärgern, da Doch. möchte ich Na dann schon ein ja. bisschen entgegenwirken. Es hat ihn schon geärgert und sie haben sich schon ordentlich gefetzt, aber der Film hat auch echt keine wehgetan. Der war echt Ja. goldig, der war süß gemacht. Den kann man mit seinen Kids auch anschauen. Die hocken dann wahrscheinlich genauso kichernd vor dem Fernseher. So. Also je nachdem, wie alt sie sind. Ein Film für die Ja, Vorweihnachtszeit, so jetzt erster Advent heute, definitiv. da passt das eigentlich. Ja, eben. Und deswegen fand ich das ganz okay. Es war jetzt nichts Besonderes. Es war, ja, vieles wird man relativ schnell wieder vergessen haben, aber er hat Spaß gemacht. Mir hat er Spaß gemacht und das war. Also er hat mich jetzt nicht so völlig vom Hocker gehauen, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ich muss den am besten noch ein zweites oder ein drittes Mal sehen, sondern er war okay. Er war brav, es waren coole Schauspieler, die Spaß hatten dabei, wie es aussah auch. Also gerade Robert De Niro, denke ich, hatte schon relativ Spaß und deswegen alles cool. Ganz gemütlich, alles cool. Ja, deswegen bekommt er von mir 6 Punkte. So für einen Sneakfilm ganz okay. Gute Darsteller dabei. Hat jetzt nicht wehgetan. Ich habe mich nicht geärgert bei dem Film, als ich ihn geschaut habe. Waren ein paar nette Szenen drin, wo sie irgendwie das halbe Haus abgerissen haben. Und so. Ja. Und gerade auch so die Nebendarsteller, so mit Christopher Walken und so, der dann irgendwie sein Man Cave da hat und irgendwie so ein Cheech Marin da. Ach, und wo sie dann Dodgeball spielen und so, das war schon irgendwie lustig, das. Ja, aber das Dodgeball-Spiel fand ich jetzt schon wieder völlig übertrieben. Wo sie es austragen wollen. Aber vor allem erst so, ja, es wird hier einen Gewinner geben, so, oh, und unentschieden. Ja, aber das war ja auch klar. Also das war ja hervorsehbar. Deswegen, Ja. das war schon einiges hervorsehbar, aber trotzdem, wie gesagt, vorhersehbar. Vorhersehbar. Ja. Sehvorbar. Sehvorbar. Sepultura. Ja, genau, jetzt kommen wir langsam hin. Ich gebe ihm 5 Punkte, weil er tut niemandem weh. Es war manches, was mich ein bisschen geärgert hat. Ja, was ich super nervig fand, war Laura Marano als Mia, als die Tochter. Die fand ich einfach mega nervig. Und die hat dann echt hinten Diese raus den kleine Vogel. süße Tochter da, Nee, nicht die kleine Blonde. meinst du, die war ja so zuckersüß, die hat ja auch genervt mit ihrer Art.
Nicht die kleine süße Blonde, sondern die andere, die mit ihrem Freund darum geknutscht hat. Ach und so. Was weiß ich was. Ja. Nee, die fand ich nervig. Vor allem, als dann am Ende die Outtakes kamen, habe ich es überhaupt nicht kapiert, warum die jetzt da im Musikvideo rumtanzen. Und das war überhaupt völlig sinnbefreit dann. Und ich fand die nicht gut, die hat mir nicht so gefallen. Deswegen 5 von 10. Ich gebe ihm 7. Ah, okay. Weil ich doch schon sehr lachen musste. So, jetzt sind wir gespannt, was unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer dem Film geben. Checkt das aus auf kino-ondemand.com. Der Film heißt Immer Ärger mit Grandpa. Könnt ihr sofort klicken und damit euer Kino in der Nähe unterstützen. Von uns wieder 15 Euro in die Innenstadt-Kinos-Kasse. Ja, sehr gut. Und wir machen dann gleich mal weiter mit dem Tipp für die nächste Woche oder besser gesagt mit dem Film. Mach du das mal, Chris, du hast es besser im Griff hier. Das ist die nächste Heimsneak. Diesmal gehen wir weg von Kino on Demand, wir gehen hin zu Netflix. Na, achso, ja. Nee. Für nächste Woche. Gerade gelogen. Andersrum, diese Woche sind wir noch auf, diese auf Woche. Kino on Demand, nächste Woche sind wir auf Netflix. Ich komme völlig durcheinander. Wer schreibt denn hier solche Sachen rein? Okay, also der Tipp für... Jetzt ergibt es auch Sinn. Also diese Woche sind wir nochmal bei Kino on Demand. Und der Tipp lautet... ja, da ist der Tipp verschwunden. Das ist sehr nett. Der Tipp hieß Unter Mordverdacht. Unter Mordverdacht. Danke, Unter Mordverdacht. Vielen Dank, Erik. Diese moderne Technik. Ich habe einen Vorschlag hier in unser Dokument als Tipp für nächste Woche. Ich weiß nicht, ob ihr schon irgendwas habt. Oder... Wollen wir das mal noch Wollen wir nicht lassen? Erst noch verraten, welchen Film wir jetzt morgen gucken? Achso, haben wir gar nicht. Na dann sag nee, mal. Nee, wir haben bisher nur den Tipp gesagt. Ganz schön verwirrend hier. Zeit des Kinos wieder aufmachen. Nee, Moment, ich dachte, der Tipp für. Ich komme jetzt auch völlig raus. Nee, das war für morgen. Also, nein. Morgen gucken wir einen Film von Kino on Demand. Der Tipp, den wir letzte Woche abgegeben haben, hieß Unter Mordverdacht. Und der Film, den wir morgen gucken, ist The Night Clerk. So ist es. Von Kino on Demand. Und dann haben wir für nächste Woche einen Filmtipp, den der Erik sich in dem Fall ausgesucht hat. Diesmal von Netflix. Und der Tipp für nächste Woche heißt Fast ein neurotischer Privatdetektiv. Ah, okay, das ist es jetzt schon. Okay, ich wollte das erstmal so zur Diskussion stellen, aber nee, gut. Ich habe die Diskussion jetzt beendet. Wir jetzt ist es das. Okay, dann ist es mal Netflix, weil ich glaube, wir haben Kino on Demand schon komplett durchgeguckt. Durchgespielt, ja, ich habe den Abspann gesehen. Von okay. Also, der Tipp für nächste Woche dann: Fast ein neurotischer Privatdetektiv ist ein Film von Netflix. Vielleicht, es steht hier auch noch nicht drin, da könnt ihr auch noch ein bisschen rätseln, was es sein könnte. Und dann machen wir gleich mal weiter mit den sonstigen gesehenen Filmen, als da wären zum Beispiel Rezensionsdiscs. Heimkino. Und hier hatten wir einen Film, den hat sich der Chris im Speziellen gewünscht, weil da sein Name drin vorkommt im Titel. Heißt nämlich Endless Nachricht von Chris. Möchtest du ihn den vorstellen oder so? Nein. Nein. Ach, soll ich es jetzt ja, machen? Ja, bitte, Kate. Achso, ja, bitte. Also, in Endless Nachricht von Chris. Die Geschichte ist auf einem... Bierdeckel erzählt, es geht um ein Pärchen, das ganz furchtbar ineinander verliebt ist und dann leider bei einem tragischen Autounfall der gute Chris stirbt. Allerdings ist er nicht, also er ist schon tot, allerdings ist er nicht weg, denn er lebt immer noch, also nein, er lebt nicht, er ist ein Geist quasi und läuft quasi durch die Stadt und trifft auch auf andere Geister und versucht natürlich seine Freundin zu kontaktieren, die ganz, ganz furchtbar leidet. Was ich faszinierend finde, er versucht nur mit der Freundin Kontakt aufzunehmen, nicht mit der eigenen Mutter, aber das mal dahingestellt. Wir haben also hier quasi ein neues Ghost-Nachricht von Sam, nur dass es diesmal keinen Mord gab. Und? Das ist die Geschichte. Ist noch ein bisschen, ja, Ghost auf jeden Fall, deswegen auch Nachricht von Sam und so, ne? ich finde aber auch sehr viel Statter Engel hier noch mit drin. Ja, 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 ja. Und weil der unterhält sich ja mit anderen, die verstorben sind, aber trotzdem noch als Geister da existieren, in dieser Stadt und ja, was bei Dings hier, bei
Nachricht von Sam war ja noch ein bisschen so ein Kriminalfall, den er da gelöst hat damals. Patrick Swayze ist hier eher nicht so. Sondern hier geht es eher darum, wie ist sie mit der Trauerbewältigung und ja, wie kann sie vielleicht oder wie kann er mit ihr noch in Kontakt treten, weil er ist ja irgendwie noch da und sie zeichnet dann halt und findet dann einen Weg, dass er mit ihr in Kontakt treten kann und das glaubt ihr erstmal ja keiner und so, ne? Verständlicherweise. Ja, also ich habe mich schwer getan mit dem Film. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir war das alles viel zu teeny-romantisch gelastet. Zu viel Liebe steht über allem und ich weiß nicht, zu viel schon gesehen, schon da gewesen. Kein Film für mich. Also ich glaube, ich hatte auch gesagt, dass ich kein Interesse an dieser Rezensionsdisk hatte. Habe ihn jetzt aber trotzdem mitgeguckt. Aber nee, also ich fand den total banal und belanglos, den Film. Ja, es wollte, glaube ich, nur einer diesen Film sehen auf die Frage meiner E-Mail damals. Chris, wie fandest du denn jetzt den Film? Diese Drama/Fantasy/Romance. Also ich muss euch komplett in allen Punkten bisher widersprechen. Für mich ist das eins der besten Machtwerke, die jemals auf Zellulite gebannt wurden. Weil es so unfassbar stark und schön erzählt ist. Eine völlig neue Geschichte, die so noch nie da gewesen ist. Ich habe eine Zwischenfrage. Heißt es nicht ja, Zellulose bitte. Und nicht Zellulite? Du meinst Zelluloid. Zellulose ist auch wieder was anderes. Ich weiß nicht, was er meinte, aber ich wusste nicht, dass es Zellulite im Filmbereich gibt. Okay, die auf eine Disc gepresst Danke. Wurde. Besser. Es ist unglaublich herzzerreißend. Es ist so schön erzählt. Die Charaktere sind bis ins Detail wunderschön gezeichnet. Man kann alles mitfühlen. Man kann richtig mitgehen. Und ich kann nicht verstehen, wie irgendjemand, der diesen Film von uns hier gesehen hat, ihn mit weniger wie 12 Punkten bewerten kann, weil er einfach nur 10 schon verdient hat, plus einfach 2 extra Punkte, weil so toll, so schön, so herzlich, so einzigartig, so originell, so unfassbar toll gedreht, starke Schnitte, Kameraeinstellungen, die einen völlig von den Socken hauen und schauspielerische Leistungen. Also wenn man einen doppelten Oscar vergeben sollte oder könnte, das wäre ein Film, der doppelt den Oscar verdient hat für besten Film. Und weil einfach die nächsten 10 Jahre kein anderer besserer Film kommen würde, wahrscheinlich noch einmal ein Oscar für das Lebenswerk hinterher. Wir haben es verstanden, Chris. Der Generationen bewegt und so viel von mir. So, und jetzt bitte das Ganze nochmal in ehrlich. Oh Gott, wir sind heute furchtbar albern. Oh, okay, also in offen und ehrlich, ich fand ihn sowas von Rotze schlecht nachgeschmacht von dem Original Ghost-Nachricht von Sam. Klar, versucht in die Neuzeit zu transportieren, aber was ist denn da um Gottes Willen passiert? Also Alexandra Shipp mag ich eigentlich, die Schauspielerin, die Hauptcharakterin, mag ich eigentlich aus Filmen wie Die unglaublichen Abenteuer von Bella oder Love, Simon. Fand ich sie richtig gut. In dem Film fand ich sie einfach nur X-Men. Extrem super nervig. Nicholas Hamilton fand ich unfassbar unaussagekräftig und super strange, keine Ahnung. Also, der hat ja auch mitgespielt bei Captain Fantastic, da habe ich ihn drin, und bei Ace Kapitel 2 und so. Hat mich überhaupt nicht abgeholt. Story komplett, ja, ist halt quasi eine Neuauflage für die neue Generation. Der deutsche Titel mal wieder: Nachricht von Chris. Alter, hört doch bitte auf, immer so dumme deutsche Namen noch unten drauf zu klatschen. Das kann doch nicht angehen. Also 95 Minuten, die für verliebte Teenies und welche, die das Original nicht kennen, bestimmt total, oh Gott, das ist alles so herzzerreißend sind. Für mich war es eher 95 Minuten. Okay, draußen wächst auch Gras vielleicht noch.
Also ganz so schlecht fand ich den gar nicht, wie ihr jetzt hier so den macht. Also ich meine für die Zielgruppe jetzt. Ich hab dann natürlich gesehen, in welche Zielgruppe das... und ich meine, Ghost Nachricht von Sam, hey Patrick Swayze, boah, ist jetzt schon eine Weile alt. Ne? Ich meine, wenn du das jetzt nochmal neu machen willst, dann musst du halt auch ein bisschen erneuern mit jungen Darstellern. Und im Zuge dessen fand ich das gar nicht so schlecht. Ich hatte echt große Bedenken gehabt vor dem Film. Ich wollte ihn ja eigentlich auch nicht unbedingt sehen, diese Rezensionsdisc, aber ja, ich fand den echt gar nicht so schlecht gemacht. Also klar, es ist nachgemacht, er hat sich da schamlos bedient an Ghost und an City of Angels, aber er hat jetzt nicht so die schlechtesten Sachen geklaut, fand ich. Und er hat es eigentlich auch ganz gut nachgemacht, den Film, jetzt für die nachfolgende Generation. Deswegen, ich denke mal, also wenn der jetzt im Kino gelaufen wäre, wenn er die Chance gehabt hätte, hätte der schon sein Publikum gefunden. Guck mal, diese ganzen, Teenie-Novels, die es da so gibt, so von Twilight über, weiß nicht, da gibt es so viel. Also der wäre gut gegangen, denke ich mal, im Kino. Und ja, das kann durchaus sein. Und in dem Sinne, also ich fand ihn jetzt nicht zu bäh, wie jetzt manche anderen, die völlig daneben greifen. Sondern der war schon ganz okay, war auch mir wieder viel zu brav an vielen Stellen und so, ist klar, ist halt so eine Teenie-Romanze, die da gezeigt wird, oder besser gesagt Tragik-Romanze. Aber ja, zeigt halt auch, wie man da mit Trauer umgehen kann in dem Alter, was ja bei Ghost-Nachricht von Sam, da waren ja die handelnden Personen schon ein bisschen älter, ne? Und hier im Teenie-Bereich. Ja, aber also... Ich fand es nicht so schlecht. War jetzt nicht mein Film. Also würde jetzt nicht mal in die Liste von meinen Lieblingsfilmen kommen. Aber jetzt so schlecht wie ihr fand ich es nicht. Ich gebe dem 4 Punkte. Ja. Ist nicht so schlecht, aber 4 Punkte. Naja, knapp unter Durchschnitt. Und ich sehe ja, was ihr hier gegeben habt. So schlecht fand ich es nicht. Ich habe ihn bei 2 Punkten, weil ich fand ihn einfach unsäglich. Ja, ich bin auch bei 2 Punkten. Ja, ihr habt halt kein romantisches Bewusstsein mehr, das ist klar. Nee, wir zwei haben definitiv kein romantisches Bewusstsein nach bald wie vielen Jahren zusammen? Hatte ich noch nie, glaube ich. Sag mal, was ist denn hier mit Lego Star Wars? Das steht bei euch gar nicht mehr drin hier. Habt ihr das gelöscht von letzter Woche? Stimmt, wir haben ja gar nicht drüber gesprochen. Habt ihr das jetzt wieder getilgt hier, geblitzdingst oder? Nein, selbstverständlich reden wir darüber. Klar. Dann kommen wir mal zum Lego Star Wars Holiday Special. Die Erinnerung ist bei mir noch relativ frisch. Wir haben es heute früh erst geguckt. Und ich hatte es ja, glaube ich, schon, wo ich den Trailer vorgestellt habe, habe ich es ja eigentlich quasi schon komplett erzählt. Also Rey begibt sich da in so eine Höhle, während die anderen alle so Feiertagsvorbereitungen treffen für dieses, wie haben sie es genannt, Lebenstag, damit es irgendwie weltweit gültig ist, ja, damit sie nicht sagen, ja, Thanksgiving oder Weihnachten, was nicht überall gefeiert wird. Sondern irgendwie so ein Lebenstag soll gefeiert werden und die wollen den Millennium Falcon inne dekorieren und ja, Rey begibt sich dann mal in so eine Höhle und findet den Zeitkristall und öffnet da so Zeitportale und springt wild durch die ganze Star Wars Geschichte in diverse Sachen rein, in sämtliche Filme, in auch sogar in Mandalorian rein und so. Und dann ist wieder halt total Lego-typisch, dass die halt zum einen die eigentliche Story das schon ernst nehmen mit so einem Fanherz, aber sich auch nicht zu schade sind, sich drüber lustig zu machen, aber auf so eine nette Art und Weise. Ich habe ja von Lego Star Wars schon diverse Sachen geguckt, wir haben auch einige Blu-rays hier von Lego Star Wars, da gibt es ja immer mal irgendwelche Kurzfilme und die sind alle sehr, sehr abgefahren und witzig und man kann sich da kaputt lachen von groß bis klein. Und bin ich mal gespannt, wie ihr das so fandet hier, das Lego Star Wars Holiday Special. Ich fand es zum Beginn, muss ich ganz ehrlich sagen, sag ich dran so, okay, das ist schon sehr albern und das ist auch sehr albern und das jetzt gerade, boah, das ist sehr albern. Und das fand ich für Lego-Verhältnisse sogar schon ein bisschen drüber. Also ich bin ja wirklich relativ begeistert von den ganzen Lego-Filmen mit Lego Batman und der Lego-Movie und was weiß ich was alles. Also mag ich eigentlich alles sehr. Nur das fand ich ein bisschen albern. Mir ging Poe Dameron tierisch auf den Sack. Ich kann es gar nicht anders sagen. Aber da war völlig, das fand ich zu arg, dieses Rumgeheule, immer dieses das ging mir auf den Sack, aber irgendwann nimmt dieses Special tatsächlich
dramatisch an Fahrt auf und macht halt einfach es sind so Sachen so, ja, es macht vor nichts halt. Und selbst vor einem Jar Binks Joke. Ja, und das hat's dann tatsächlich auch wieder relativ spaßig gemacht. Allein auch, was ich dann schon ein bisschen heftig fand, Darth Maul tritt auch auf, aber wie? Das fand ich schon ein bisschen fies, muss ich sagen, aber okay. Er macht halt wirklich vor nichts halt. Und es gab Situationen dann wirklich, weil es mal, wenn man so die ersten 10 Minuten, Viertelstunde rum hat, wo man einfach nur noch aus dem Kichern auch nicht mehr rauskommt. Also eine meiner Lieblingsszenen einfach war, wo sie dieses Portal öffnet und da gerade so einen Trupp von Sturmtrupplern läuft und fupp, die fliegen halt mit, so scheiße, so völlig unverschuldet mit reingerutscht und alles. Und was dann da auch alles durch, vom Sternenzerstörer bis zu was weiß ich, was wem, zur epischen Schlacht am Ende, einfach schon sehr lustig. Also das war dann teilweise schon sehr lustig. Also ich hätte mir wirklich vielleicht einen Ticken mehr Ernsthaftigkeit mit gewünscht. Vielleicht das ein oder andere könnte man auch noch anders machen. Die Original-Synchro-Stimmen wären mega geil gewesen, aber okay, ist halt nicht. Und ansonsten, ja, war's okay. Es war witzig, es war okay. Ja, und Kate? Ja, war okay, wie der Chris schon sagt. Also ich fand's auch am Anfang so, ob mir das gefällt, ich bin mir da nicht so sicher. Und dann war es dann doch schon sehr abgefahren. Es war lustig. Es war okay. Also war jetzt kein kompletter Reinfall. Deswegen, wie der Chris auch schon gesagt hat, Poe Dameron war ein bisschen sehr komisch. Aber ansonsten war das eigentlich echt cool. Und noch mit ein bisschen Botschaft dahinter. War doch nett. Mir hat es auch gut gefallen. Ja, für Kinder ist auch super. Ja. Also man kann das durchaus mit Kindern und als Erwachsener hat man auch Spaß. Und wem das Spaß gemacht hat, das gibt es ja jetzt wie gesagt auf Disney Plus. Ich habe gar nicht geschaut, ob es die anderen Lego Star Wars Sachen da auch gibt. Wahrscheinlich schon. Ansonsten kann man die auf so DVD und Blu-ray kaufen. Da gibt es teilweise so 3 Filme auf einer Disc. Zum Beispiel hier habe ich gerade was gefunden beim schnellen Googlen. Da gibt es hier eine Disc mit 3 Filmen, die Padawan-Bedrohung, das Imperium schlägt ins Aus und die Yoda-Chroniken. Und dann gibt es hier noch eins mit die Droiden-Saga, Volume 1 und so, wo es um C-3PO und R2-D2 geht. Also da kann man echt viel Spaß haben. Die Dinger sind immer ganz nett gemacht und passt auch irgendwie super zusammen, finde ich. Also ich finde, Lego und Star Wars passt für mich wesentlich besser zusammen als Lego und Herr der Ringe. Das gab es ja auch oder gibt es auch. Und Lego und Harry Potter gibt es ja auch, ne? Ja. Tatsächlich. Ja, also das passt für mich irgendwie nicht ganz so richtig so zusammen, weil ich glaube, so Star Wars ist so ein bisschen nerdgetrieben und so, das ja passt schon ganz gut. Auch so die Batman. Ganzen Bausachen, die es da so gibt. Ja, Batman passt auch gut, ja. Aber ist eher so Nummer 2, würde ich sagen, auf der Lego-Franchise-Liste. Okay, also können wir empfehlen, Lego Star Wars Holiday Special. Also von mir, wir haben viel Spaß gehabt. Ich gebe mal 8 Punkte. Es geht ja auch nicht lang, es sind ja nur so 40 Minuten oder so, ne? Ja. Ich habe fast irgendwie die ganze Zeit so durchgekichert und mein Kleiner, der hat dann auch irgendwie an ganz anderen Stellen teilweise gelacht, so was ich irgendwie schon, weil der kennt die Filme noch nicht, der wollte die noch nicht gucken, der mag keine Filme mit echten Leuten, also noch guckt er sowas nicht. Ich kenne das aber von mir, als ich kleiner war, ich habe auch erstmal nur so animierte Sachen und so geguckt und Märchenfilme und so, bevor ich mich dann mal an die richtigen rangetraut habe. Was gibt ihr so punktemäßig so? Ja, ich bin auch bei 8. Ich bin bei 6. Okay, da steht's ja schon drin. So, jetzt habe ich da noch einen. Moment. Hier ist High-Alarm. Ich habe gestern Schläferz geguckt, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und da kam der Film Planet of the Sharks. Und wenn bei Schläferz auf Tele5, was ich übrigens nur empfehlen kann, da kommt übrigens nächste Woche auch ein extrem geiler Film. Den sollte man mal gucken, irgendwie Rotor oder sowas. Das ist so ein wirklich cheesiger Science-Fiction-Film. Und sah auch schon sehr witzig aus, die Vorschau. Jedenfalls, diese Woche kam Planet of the Sharks. Und wie der Name sagt, da wir ja eben schon so ein Franchise hatten von
Ghost-Nachricht von Sam und Stadt der Engel. Hier ist es eine Mischung aus Waterworld und einem beliebigen Hai-Film. Denn hier ist es so, die Polkappen sind abgeschmolzen durch die globale Erwärmung. Und man muss sagen, der Film ist aus dem Jahr 2016. Also da wurde die prekäre Lage schon erkannt. Ja, man hat schon Filme gedreht. Also heißt hier, die globale Erwärmung ist vorangeschritten und die Menschheit lebt auf so, weiß nicht, so riesigen Floßwelten, die dann so gibt. Und das ist alles ganz, 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 ganz mies und übel gemacht. Und die und dann ist er so, dadurch, dass dann so viel, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube Algen oder Plankton im Wasser ist oder so durch die Wärme, dadurch sterben auch viele Fische ab, sodass dann die Haie, die an der Spitze der Nahrungskette, wie uns eine Wissenschaftlerin in dem Film erklärt, die Haie stehen an der Spitze der Meeresnahrungskette, die finden dann eben keine Nahrung mehr unter Wasser und müssen dann halt über Wasser gehen und attackieren dann eben die Leute, die dann auf diesen riesigen Anlagen da wohnen und leben. Und dann verschwindet plötzlich mal eine von diesen Anlagen und dann müssen die da hin. Und parallel dazu haben sie auch noch die Idee, wie sie das alles wieder umkehren können, diesen globalen Erwärmungseffekt. Nämlich nehmen sie eine Rakete, wo ich mich frage, woher haben die diese Teile, um diese Rakete zu bauen? Die haben eine Startrampe und alles drum und dran, was du da so brauchst. Ne? Alles sonst ist so endzeitmäßig, so irgendwelche Flößer und Holz und Macheten und sonst was. Aber eine Rakete, eine komplette mit Startrampe und mit allem, was du brauchst. Jedenfalls haben sie die gebaut, weil da wollen sie irgendwas in die Atmosphäre schießen, was dann irgendwie das CO2 umwandelt in ein anderes, was dann nicht mehr, ist alles Banane. Jedenfalls, und natürlich wird diese Basis auch noch angegriffen von den Haien, von diesen riesigen Haischwärmen, und die kommen dann auf diese Idee, einen Unterseevulkan ausbrechen zu lassen, und vorher wollen sie die Haie aber über diesen Vulkan locken mit einer Iridiumkapsel, die in, ja, weiß nicht, halsbrecherischen ersten Hubschrauber versucht, die abzuwerfen, und da klappt es nicht. Und dann macht sich eine mit so einem Kitesurf auf den Weg und jedenfalls wollen die dann quasi da mit dieser Kapsel, die soll dann das Geräusch machen, was Menschen im Wasser verursacht. Und es sieht aber eher aus wie ein Pappmaché-Ball, den sie da haben. Jedenfalls bleibt er dann so auf dem Wasser und es klappt alles nicht so richtig. Und damit wollen sie die Haie über den Vulkan locken, dann den Vulkan ausbrechen lassen. Und also da ist sehr viel Potenzial für Failure schon gegeben. Und das ist einfach absolut dämlich, der Film. Aber es hat so einen Spaß gemacht, den zu gucken. Also gerade auch durch diese Kommentare von Schläferz. Ich habe es ja aufgenommen, wenn euch das irgendwie interessiert. Ich kann euch mal das bereitstellen. Da habt ihr ja auch die Kommentare immer mit dabei von Schläferz. Die blenden das ja unten ein. Ja, wobei ich den, das Problem bei Schläferz ist, ich mag den Kalkofe nicht. Ah, ich finde ihn super. Und den Ritter. Ich kann Kalkofe nicht mögen. Ah, das ist ja super. Ja, nee, ich finde den bei Schläferz. Also das Problem ist, ich habe schon mal das ein oder andere Schläferz geguckt und dann kamen da halt Filme, die ich eigentlich mochte. Und die haben die halt komplett zerrissen. Und das ist halt echt schade dann. Ja, bloß weil die da Harry Potter zeigen. Ja, deswegen habe ich es nicht mehr angeguckt, weil die sich da so zum Affen gemacht haben. Was war denn das da für ein Film? Da kamen solche Sachen wie Daniel der Zauberer mit Daniel Kübelberg und sowas. Welchen Film? Das sage ich nicht. Okay. Finde ich raus. Das ist so peinlich. Das finde ich raus. Ich habe eine Liste, was da alles kam bisher. Und kann ich dir beim nächsten Mal genau sagen. Nee, aber ich schläfe als Planet of the Sharks. Und nächsten Freitag unbedingt mal reingucken hier, der Rotor, ne? Also dieser Science-Fiction-Film mit diesem Roboter. Herrlich. Ganz großes Kino. Okay. Oder auch nicht. Ja, aber das ist einfach herrlich. Und wenn man dann auf Twitter noch mit ist und den Hashtag Schläferz verfolgt, wenn dann nochmal irgendwelche animierte so Anim-GIFs und sowas kommen, so live aus dem Film oder irgendwelche dämlichen Kommentare. Einfach großartig. Wo dann, ach so, bei Planet of the Sharks hat man immer gesehen, wenn die da irgendwelche Szenen hatten, die eigentlich auf dem offenen Meer spielen sollten, hast du im Hintergrund irgendwelche badenden Leute gesehen, die dann auch so mit so einem Tretboot da gefahren sind und so, weißt du? Weil die haben einfach überhaupt nicht abgesperrt gehabt und nichts. Haben sie einfach. Ach du Scheiße. Es war so herrlich. Und dann immer so die dämlichen Kommentare und ach. Na gut, so viel dazu. Neustarts gibt's ja nicht. Dann begeben wir uns mal in den Serienbereich. Serien.
Achtung, Spoilerwarnung. Gleich mal eine Spoilerwarnung einstreuen für die neue Mandalorian-Folge. Und also wer die neue Folge, wie heißt das, irgendwas mit Jedi oder so, wer die noch nicht gesehen hat, dann müsst ihr jetzt echt mal weiter skippen oder so, weil jetzt geht's hier ins Detail. Und ich muss mal sagen, also heilige Scheiße, also das war ja wohl die beste Folge, die es bis jetzt überhaupt gab, oder? Und das sagen wir jede Woche. Nee, letzte Woche habe ich es nicht gesagt. Das Ding war besser, ne? Also das war ja wohl die absolute Hammerfolge. Also nicht nur, weil sie den Namen von dem Baby Yoda jetzt verraten haben, das war eigentlich eher so, naja. Aber don't call him Baby Yoda. Ja, aber das Ganze drumrum, ne? Boah, das war also der absolute Hammer. Wir reden übrigens von Kapitel 13, Chapter 13, The Jedi. Ja. Ja. Nur mal, um das mal kurz hier richtig zu machen. Director Dave Filoni, Writers Dave Filoni, John Favreau. Und Rosario Dawson, ja, als Ahsoka Tano. Ahsoka Tano. So geil. Meine Fresse. So geil. Ey, meine Fresse. Also die quasi als Jedi so eine Siedlung angreift immer und da so mit irgendwie so gefühlt ganz alleine mit Guerillataktiken sich im Wald irgendwie versteckt und immer mal irgendwelche Leute wegmetzelt, weil die Siedlung ist unterjocht von so einer diktatorisch herrschenden Frau, die ja früher mal im Krieg gewesen ist und da auch schon von Planet zu Planet gezogen ist und die ausgebeutet hat. Und da ist halt diese Siedlung, die eben von diesem bösen Menschen unterjocht wird und sie versucht halt da irgendwie das Gleichgewicht wiederherzustellen und da die Leute zu befreien, die dann auch gequält und getötet werden. Und ja, und da kommt nun der Mandalorianer dazu und er soll ja eigentlich den Jedi finden, kommt aber erstmal in die Siedlung rein und bekommt einen Auftrag, dass er den Jedi umbringen soll, weil er Kopfgeldjäger ist, und er nimmt scheinbar diesen Auftrag ja erstmal an, um die Koordinaten zu bekommen. Und trifft sich dann mit ihr wiederum. Und dann mischen sie beide die Siedlung auf. Oh, das war ja der absolute Hammer, ey. Das war so gut. Richtig, aber gut. Glaubst du mir nur, dass es irgendwas mit Western zu tun hat, das Ganze? Oh, jetzt kommst du wieder speziell mit deinem Western. Dieser Shootout, wo die dann beide noch sich gegenüberstehen. Es ist höchstens Western-Style. Nein. Aber es ist nicht Western. Es ist von vorne bis hinten Western. Es ist ein kleines Dörfchen mitten im Wilden Westen, was unterjocht wird von irgendeinem bösen Typen mit seiner Bande. Und jetzt kommt von draußen Clint Eastwood, ja, so war es in dem Film, und mischt das alles auf. Ja, du hast recht. Aber es ist ja gut, ist ja top, ich finde das ja super, ja, wenn diese Parallelen da gezogen werden, weil es gibt nichts Besseres, wie du es umsetzen könntest. Was mich bildtechnisch, also es gibt zwei Dinge, die mich an dieser Folge richtig, richtig mitgenommen haben. Und zwar erstens finde ich es jedes Mal faszinierend, das war aber schon bei den Star Wars Filmen so, die Ahsoka Tano, die hat ja so, wie nennt sich denn das? Die hat ja keine Haare, sondern so eine, wie nennt sich denn das? Tentakel sind es auch nicht. Ja, keine Ahnung. So, ihr wisst, was ich meine. Ja. Diese Form, die da über ihre Schultern hängt. Mhm. Und ich finde, die kriegen das jedes Mal hin, dass es so natürlich wirkt. Ja, also auch bei Bewegungen, wenn sich dann unten diese Spitzen von diesem Kopfdingsbums, nennen wir es mal außerirdische Haare, dass sie sich total der Bewegung mit anpassen. Ich finde es jedes Mal total faszinierend. Und das Zweite war, der Mandalorian geht in diese Stadt rein. Und diese Stadt oder dieses Dorf ist total karg, so sandartig, wüstenartig. Alles ist irgendwie halb tot und alle haben Angst und es ist alles so total kalt und grau. Und dann geht er durch diese Tür zu dieser Herrscherin rein. Und das Erste, was du siehst, ist Wasser und grüne Bäume und dieses totale Luxus schon fast. Also dieser Kontrast zwischen, ich bin die Herrscherin, ich habe alles, was ich brauche und mehr, aber mein Volk, dem reicht Sand und kein Wasser. So. Das fand ich wieder richtig gut in Szene gesetzt. Ohne es irgendwie
zu sagen, ohne irgendwie besonders Wert drauf zu legen, dass es alle erkennen. Es ist einfach nur da. Und wenn entweder du siehst es oder du siehst es nicht oder du erkennst es oder du erkennst es nicht. Aber ich glaube schon, dass es der Effekt war, den die Serienmacher haben wollten. Dass man diesen Kontrast erkennt. Und das hat mich, also diese zwei Sachen fand ich an der Folge so geil. Übrigens habt ihr den Sidekick von der bösen Frau erkannt? Das war, der Schauspieler heißt Michael Biehn. Hat er schon in zig Filmen mitgespielt. Unter anderem bei Die glorreichen Sieben. Der Erik lässt nicht locker. Nee, der hat wie so ein Hai, der sich festgebissen hat. Der hat doch bei Alien. Erik nicht locker. Planet Shark, nee, der hat doch bei Alien zum Beispiel, Aliens und so mitgespielt. Und bei Terminator hat er quasi in dem allerersten Terminator hat er quasi den gespielt, der da zurückkommt, ne, und Sarah cool. Connor retten will. Ja. Okay. Ja. Nee, also, boah, das war so eine großartige ich Folge. Ich würde jetzt auch gerne noch was dazu sagen, wenn ich ja, bitte. Kann. Schieß los. Ja. unfassbar gut. Also wirklich unfassbar. Auch ohne Jean Sky oder sowas im Hintergrund, von dem es ja auch schon Actionfiguren gibt. Sogar solche kleinen Fehler wie in der letzten Folge, das verzeihe ich dem Mandalorian oder dem Ganzen komplett, weil das ist so toll gemacht. Das ist Star Wars, wie es sein sollte. Das ist auch das, wie man sich wahrscheinlich auch die neuen Filme eher gewünscht hätte. Oder es zeigt auch ganz deutlich, dass die Zukunft von Star Wars wirklich in solchen Serien liegen kann. Weil die machen so unfassbar viel richtig. Die bringen da auch so viel jetzt rein. Wenn man sieht hier Ahsoka Tano, wo die herkommt. Na, Schülerin von wem? Anakin Skywalker. Sehr gut. Und sie ist von der Rasse eine Togruta Jedi, ne? Togruta Jedi des alten Ordens. Eigentlich Hauptzeit war bei den Klonkriegen. Nach den Klonkriegen tut sie sich mit Bo-Katan zusammen. Bo-Katan haben wir jetzt auch gesehen, wo? Richtig, bei der vorletzten Folge mit hier mit den anderen Mandalorianern, die den Helm abnimmt und meint, ach, ja, genau. Alte, okay. So, die tut sich nämlich da eigentlich mit Bo-Katan zusammen, um Darth Maul zu fangen. Der sich zu dem Zeitpunkt auf Mandalore aufhält, was ja viele immer noch nicht kapiert haben. Darth Maul hat ja tatsächlich das damals überlebt, kommt ja auch in Solo dann vor und baut ja dann gegen das Imperium und gegen die Machtseite, also gegen die Jedis, quasi sein eigenes Ding noch auf und ist auf einer Stufe zu sehen mit Boba Fett. Nicht mit Boba Fett, bin ich bescheuert, mit Jabba the Hutt. So rum. Also auch so sein Syndikat, weil viele reden immer nur von Jabba, aber auf der anderen Seite steht eben ein Darth Maul oder ein Maul, der ganz gewaltig da auch noch mit rumtreibt. Dazu empfehle ich unbedingt die Serie The Clone Wars, die es ja bei Disney Plus gibt. Da werde ich jetzt auch nochmal verstärkt reingucken, um das alles auch nochmal größer nachzuvollziehen. Das ist gar nicht so kindlich, wie man denkt. Das auch mal dahin. Aber der Mandalorian, die machen so unfassbar viel richtig. Und dass Grogu jetzt einen Namen hat, ist auch schon geil. Ja. Entschuldige, dass ich dich langweile. Aber es macht so vieles richtig und es hält die Spannung oben. Und das war wirklich mit eine der stärksten Folgen überhaupt. Jetzt die letzte. Viele sagen ja, okay, von der Staffel ist das die stärkste Folge. Ich würde gar nicht so weit gehen, weil ich kann das noch nicht abschätzen. Die haben so wenig rausgelassen, nur die ersten paar Folgen. Ich weiß nicht, was danach kommt. Es werden jetzt noch drei Kapitel folgen, leider nur noch. Vor Weihnachten sind sie ja dann leider fertig. Ich freue mich jetzt schon auf Season 3, weil ich genau weiß, bevor Season 3 startet, gucke ich 1 und 2 nochmal komplett an einer Arschbacke durch. Und das werde ich wahrscheinlich im neuen Jahr sowieso machen, weil es so unfassbar gut ist und so unfassbar Spaß macht und einfach die Star Wars-Stimmung schlechthin aufbaut. Wir haben es, glaube vor 2 Wochen schon gesagt, mit diesem schmutzigen Universum und alles, wie es einfach sein sollte. Nichts ist glatt, nichts ist sauber. Nichts ist so sauber wie Padmes Kleidung, auch in irgendwelchen Kämpfen. Aber, ey, unfassbar gut. Also, puh, atemberaubend. Und Ahsoka Tano, mega mäßig gut gecastet schon wieder. Passt und wieder mit Leuten besetzt, die einfach auch
Star Wars Fans sind, das auch immer sagen, das auch betonen und das dann auch noch mehr Bock, glaube ich, drauf haben und sich auch geehrt fühlen, damit zu spielen. Wird irgendwann noch Kevin Smith auftauchen? Ja. Nee, war sehr schön. Also war auch wieder schön viel von dieser ja, Jedi-Mythologie mit dabei und so, wie das so funktioniert mit der Macht und wie das so, ja, fand ich sehr schön. Ich habe mich ertappt, wie ich an einer Stelle, da landet das Raumschiff des Mandalorianers in diesem abgefuckten Wald da. Und da habe ich gedacht, die Bäume kriegen sie aber echt gut hin, so von Effekten her. Und da ist mir aufgefallen, ich habe gar nicht mehr über das Raumschiff nachgedacht, dass es ja auch nur Spezialeffekt ist, ne, so CGI, weil ich hab eher gedacht, oh, die Bäume, die sind die echt oder so, weil das landet dann so und es sieht einfach so echt aus und so gut und das passt einfach. Ist extrem gut gemacht, und ich mag das sehr. Ich hab erst gedacht, wo das so ein bisschen, weil das Dörfchen ja auch so ein bisschen asiatisch so, ich sag mal so Tenchu, Stealth Assassins mäßig so gewirkt hat, so mit diesen Dächern und mit diesen über Dächer anschleichen, dachte ich, es geht vielleicht eher so mal jetzt so vom Western ein bisschen weg und in die Richtung asiatisch, so wie es auch bei Kill Bill zum Beispiel, das ist ja auch so eine Mischung aus asiatischen und Western, aber hat dann doch wieder, gerade auch bei diesem Shootout, so ja, hier die Hand am Revolver und so und ich lege meine Waffe hin und ja, es reicht hier, nicht näher kommen und so. Ich fand das extrem gut gemacht, wie das übertragen wird hier in dieses Universum. Das ist nah genug. Es passt ja auch zu diesem Lone Survivor, zu diesem Lone Wanderer, da passt einfach das auch ideal. Ja, es ist halt, ja, wie Arsch auf einmal. Wunderbar. Ich freue mich da sehr, wenn es weitergeht. Ich würde fast auch gerne mal einen kompletten Film gucken, wenn die Kinos wieder aufhaben. Also nicht auf Netflix oder nicht auf Disney Plus, sondern wirklich dann im Kino, wenn es wieder geht. Ich hoffe mal, da machen sie irgendwas vielleicht. Okay, das war ja Mandalorian Folge der Woche. Dann nur ganz kurz Discovery Folge der Woche. Habe ich noch nicht gesehen. Dann nur ein Satz. Ich fand es auch sehr schön, dass hier das Thema, was ja bei Mandalorian mit den Jedi Myth so drin war. Hier ist wieder sehr viel von der United Federation of Planets und so weiter, von Star Trek, von diesem ganzen Gefühl drin, fand ich auch sehr schön, aber bei weitem nicht so gut diese Woche wie die Folge von Mandalorianer. Aber auch werde ich auch noch werde ich auch noch heute angucken. Ich kam einfach gestern nicht dazu, ich habe gebacken. Alright, dann geht's. Sonst haben wir keine Serien weiter. Ich will jetzt mal anfangen. Uns wurde eine Serie nahegelegt, die heißt Traces. Die gibt's gerade in der Mediathek. Und da sind jetzt die ersten 4 Folgen schon verfügbar. Hatte ich euch ja die Pressemitteilung mal weitergeleitet. Ist es jetzt verfügbar? In der Mediathek, ja, in der ARD. Okay. Und da wollte ich mal reingucken, wenn uns das schon so nahegelegt wird. Soll ganz gut sein, ja. UK-Serie. Und vielleicht reden wir da nächste Woche mal drüber. Dann weiß ich, was ich morgen mache. Und jetzt geht's mal in die Rätselecke. Rätselecke. So, ich setze mich hier jetzt ganz mal muschelig in meine Rätselecke, nehme mir hier mein Kaffee hier. So, und jetzt höre ich mir mal das Rätsel an vom Chris. Ja, der das eiskalt vergessen hat vorzubereiten. Oh mein Gott. Dass ich jetzt gerade ganz, ganz schnell irgendwas raussucht. Ansonsten, ich hätte zur Not. Also ich sag mal, wenn du jetzt völlig in der Bredouille bist, ich hätte zur Not, ja? Ja, also ich hätte zur Not auch Harry Potter Quizzes, also... Völlig überraschend. Ich hätte einen Nicht-Harry-Potter-Quiz. ja, also ich hab's wirklich total vergessen. Ich sag's Erik, dann mach du. Okay, dann mache ich. Also, weil wir vorhin das Thema Herr der Ringe schon hatten. Woher stammt das Getränk namens Gollums Saft, das aus Honig, Ingwer, Zitrone und heißem Wasser besteht? Also etwas, was man durchaus bei den jetzigen Temperaturen mal trinken kann, mache ich sogar manchmal gerne. Gollums Saft. Ja. Wo das herkommt. Ja. Meinst du aus welchem Getränk. Land? Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Das ist die Frage. Russen. Wer hat Gollums Saft erfunden? Gollum? Nee, wahrscheinlich müsste es ja irgendwo... oh Gott, Gollums Saft. Hier war es irgendwie...
Ah, warte mal, lass mich hören. Warte mal. Also, du hast ja gerade schon selber gesagt, hier Halsschmerzen und so, ne? Ist ja auch für den Winter. Interpretiere ich jetzt Halsschmerzen, das ist ja ganz gut. Was ist drin nochmal? Ingwer? Heißes Wasser? Honig, Zitrone? Ingwer, heißes Wasser natürlich. Also du nimmst heißes Wasser, kochendes Wasser, gießt da so Ingwer-Scheiben damit auf, machst ein bisschen frische Zitrone rein und rührst noch Honig rein. Okay, also das ist auf jeden Fall so ein richtiges Erkältungsgetränk. Und ich glaube, das ist was für die Stimme, das ist ganz gut. Ich trinke das auch so gerne. Also, ja. Ich wusste bloß nicht, dass es so heißt. Für mich ist es jetzt hier aber schon der Hinweis gewesen mit bei dem Wetter, weil bei dem Wetter trinkt man solche Sachen. Und ich kenne das ja von meiner Stimmschulung, die ich einst mal hatte. Oh. Da wurde nämlich auch irgendwas, trink Honig und trink was mit Ingwer oder so, das ist gut für die Stimme. Wahrscheinlich kommt es daher. Ach so, das soll jetzt die Antwort sein. War jetzt eine Frage. Gut für die Stimme, da kann ich ja nicht Nein sagen. Ja, es ist gut für die Stimme. Ja. Wenn das die Frage war, die ich da raushöre. Ist aber nicht das Rätsels Lösung. Also falls da wo das herkommt dann? Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Falsch. Chinesen. Falsch. Geh doch mal ein bisschen auf den Namen ein. Also Gollums Saft. Ja, gut, ich meine, je nach Branche ist Gollums Saft was anderes. Ja, wir reden jetzt hier aber von Herr der Ringe. Wir sind jetzt hier nicht im YouPorn-Universum. Boah, keine Ahnung, Erik, wo kommst du jetzt mit so einem Rätsel daher? Gollum. Ja, Gollum. Ist das, ist das was Neuseeländisches? Ja. Okay, das heißt, der Erfinder ist Neuseeländer. Warte mal, das muss ich kurz googeln. die Nationalität. Einen Moment. Nein, ist kein Neuseeländer. Ist Brite. Hat der was mit Herr der Ringe zu tun? Ja. Jetzt kommen wir doch der Sache näher. Ich habe doch alles schon in der Fragestellung gesagt. Ich weiß es. Gollum ist für mich Andy Serkis. Ja. Hat Andy Serkis das empfunden? Ja. Na, jetzt ich kann mir sogar vorstellen, Lösung, warum. Ja. Ich lese mal die Lösung vor. Also für seine anstrengende Voice-Acting-Arbeit an Herr der Ringe. Ha. Hat Andy Serkis nämlich in Neuseeland in diesen Kneipen da rundherum und bei dem Catering immer ein selbstgemischtes Getränk sich erstellen lassen oder verlangt oder bestellt, weil es da seiner Stimme sehr gut getan hat. Und das kannten die dort erst gar nicht. Und dann hat sich das aber im Catering und bei den Gaststätten um das Set herum gesprochen und haben alle nur noch Gollums Saft genannt. Und das steht jetzt noch in den ganzen Gaststätten und Restaurants so auf der Karte. Ha! War eigentlich ganz einfach, oder? Ja, war einfach. In dem Moment, wo der Chris das mit Andy Serkis gesagt hat, war mir klar, dass er das empfunden hat, weil wegen seiner Synchronisation von oder wegen der Stimme, die Gollum hat. Hm. Mein Schatz! My precious! Ja, da brüchte ich auch Tee hinterher, nach jeder Szene. Wir hatten den eigentlich im Deutschen gesprochen. Siehst du mal, können wir auch mal rausfinden. Derjenige auch so viel Ärger hatte mit der Stimme. Ja, Chris, da bist du ja nächstes Mal dran. Merkt ihr das? Ja, habe ich ein Glück. So ein Glück. Ich versuche dich nächstes Mal dran zu erinnern. Ja, wird schon. Und jetzt gucken wir mal in die Music-Ecke. Music. Ich trommel das hier immer mit bei mir auf dem Tisch. Den Jingle. ich habe rausgesucht von Clouseau. Nämlich die Live-Version von Chicago, nachdem Clouseau letztens so ein schönes Livestreaming-Konzert Corona-konform auf YouTube gegeben hat, was man sich immer noch anschauen kann in kompletter Länge, wo er seine schönsten Sachen für eine Stunde lang gespielt hat, aus dem neuen Zentralclub, ich wollte immer Zentrum sagen, weil es früher Zentrum hieß, aus dem neuen Zentralclub in Erfurt, kann man sich mal angucken. Werde ich vielleicht verlinken, genau. Könnt ihr euch Clouseau ist toll und der Song Chicago ist Hammer. Ja, super. Ja. Aus Thüringen. Ich habe mir auch einen ziemlich guten Song ausgesucht diese Woche.
den ich sehr, sehr gerne höre, und zwar von James Arthur, Impossible. Mhm. Ja, und ich habe von Lifehouse Halfway Gone. Oh, auch guter Song. Ich glaube, das sagt mir was. Der andere sagt mir nichts. Da werde ich nachher wieder reinhören dann. Genau, ich werde mal die Verlinkung von Clouseau hier mit reinnehmen. Und dann sind wir eigentlich soweit durch für heute. Und dann möchte ich nur mal darauf hinweisen, dass ja in wenigen Tagen, in zwei, um genau zu sein, oder vielleicht sogar schon morgen, mal gucken, wann ich es scharf schalte, der Adventskalender beginnt mit Filmrätseln. Wobei ich diesmal echt vor dem Problem stehe, dass wir gar nicht so viele Kinofilme ja hatten. Und so bei. Ich werd außer Konkurrenz mitraten, okay? Ja, klar, kannst du machen. Genau, also jeden Tag, für die, die es vielleicht noch nicht kennen, wird ein Türchen geöffnet, kommt ein Bild aus einem Film des letzten Jahres, entweder ein Film, der da im Kino Neustart hatte, wobei das schwierig wird, oder Filme, die wir besprochen haben. Vielleicht mal gucken, ob ich, bis jetzt habe ich noch nicht alle 24 zusammen, also irgendwie ist echt schwierig dieses Jahr. Mal gucken, vielleicht machen wir auch noch irgendwelche anderen Rätsel mit rein, also nicht nur Film-Screenshots, sondern irgendwas anderes. Mal gucken. Aber für die ersten paar Tage reicht es noch. Und, Ich habe fürs Ende jetzt noch was. Achso. Und ja. Fürs Ende oder kann ich mich erst noch bei den Patrioten bedanken? Bevor wir uns bei den Patrioten bedanken, würde ich noch ganz gerne eine News, die wir vergessen haben, die auch nicht im Dingsens steht. David Prowse ist gestorben. Und David Prowse war Darth Vader. Kam heute gerade, ne? Ist heute gewesen, oder? Heute, ja. Ja. May the force und Carl Dall ist auch gestorben. Ja, die Einschläge kommen näher. Wir werden immer älter, weil die ganzen guten alten Schauspieler, die gehen jetzt bald alle nach und nach. Und da merkt man einfach dran, dass man älter wird. So ist es. Das ist so wie meine Eltern damals gesagt haben, oh, hast du gehört, der und der ist gestorben. Und ich so, wer? Nee, nie so geht's den Teenies heute. Ja. Und uns zerreißt halbs Herz. Ja. Weil mich hat es ein bisschen mehr, das Sean Connery, obwohl der jetzt auch schon älter war und so. Weil der hat mich doch noch ein bisschen mehr geprägt, so von den Filmen her und von allem. Ne? Und das war auch so irgendwie so der gemeinsame Nenner mit meiner Mutter. Da bin ich auch ins Kino gegangen, wenn da Filme kamen mit Sean Connery. Also wir waren zum Beispiel in The Rock, waren wir zusammen im Kino. Scheiße, Entschuldigung. Oh mein Gott, da ist gerade einer gegen die, ich gucke gerade Formel 1 und da ist einer gegen die Bande gebrettert so. Und das Auto ist explodiert. Ach du Scheiße. Entschuldigung, kannst du rausschneiden, aber oh mein Gott. Eieiei, das Auto ist explodiert. Ja, das steht in Flammen. Ah, okay. Na, hoffen oh mal, Gott, dass, ich hab grad voll Puls. Hoffen mal, dass ihm da nichts passiert ist oder ihr. Und... Genau, dann vielen Dank an alle, die uns auf Patreon so fleißig unterstützen. Danke an alle, die das weiterverbreiten, dass es uns gibt. Und ich möchte mich nochmal explizit bedanken bei allen, die auf Spotify uns reinhören. Wahrscheinlich entdecken uns manchmal welche über die Titel von unserer Sendung vielleicht, dass sie dann da reinhören. Und deswegen sind total viele Hörerzahlen bei manchen Folgen oder es wird da weiterempfohlen oder irgendwas. Also vielen Dank an alle, die uns auf Spotify hören. Ihr könnt ruhig mal auf kinocast.net auch vorbeischauen. Das ist die dazugehörende Blogseite. Und könnt da vielleicht auch mal einen Kommentar da lassen, falls euch was auf dem Herzen liegt. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, uns direkt anzuschreiben. Haben wir auch lange nicht erwähnt. Also die Kate zum Beispiel, kate@kinocast.net. Chris@kinocast.net. Und meine Wenigkeit, eric@kinocast.net. Und ja, könnt ihr uns eine Nachricht schicken oder uns auf den üblichen Kanälen folgen. Das findet ihr ja dann auch im Blog-Eintrag. Sind unsere ganzen Instagram und sonst was für Daten und Twitter und hast du nicht gesehen. Telegram, ganz wichtig. Signal und so. Okay, dann gehabt euch wohl, bleibt gesund und vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja. Bis dann. Tschüss. Bis bald im Kinocast.